Schweinefleisch, Salz, Pfeffer, etwas Knoblauch. Das sind die Zutaten für die original nordhessische Ahlewurst. Bislang ein geschütztes Markenprodukt. Doch wenn das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA kommt, kann die Wurst auch aus Übersee kommen. Ich bin absolut dagegen. Sehe ich als Gefahr. Ich möchte mich darauf verlassen können, dass die Ahlewurst aus Nordhessen ist. Was sollen wir mit amerikanischen Produkten hier in dem Land, wo wir so eine vielfältige Wurst und Fleischqualität haben? Die grüne Soße aus Amerika und solche Sachen. Ne? Ja, finde ich furchtbar. Und mir wäre es lieber, es würde nicht zustande kommen. Seit Hunderten von Jahren gibt es die hessische Ahlewurst. Seit 1877 wird sie auch hier in der Fleischerei Koch in Kassel hergestellt. Katharina Koch setzt auf die Einzigartigkeit ihres Traditionsproduktes. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass regionale Produkte geschützt werden und dass es die auch weiterhin gibt. Denn sie gehören auch zur regionalen Identität der Leute hier. Und sie sind einfach ein Stück Kultur in Nordhessen. Zwar hat die EU viele regionale Spezialitäten anerkannt, doch tritt das Freihandelsabkommen mit den USA in Kraft, heißt das, wegfrei für Ahlewurst aus Texas, Apfelwein aus Kalifornien und Handkäse aus New York. Selbst Bundesagrarminister Christian Schmidt hat den Schutz jedes Käses und jeder Wurst als Spezialität für überholt erklärt. Apfelweinproduzent Jürgen Krenzer aus der Rhön fürchtet, dass der globale Markt regionale Anbieter verdrängt. Die Aussage vom Herrn Minister ist ein Schlag ins Gesicht für alle Kleinproduzenten. Wir vermuten da mittlerweile schon ein System dahinter, dass einfach den Kleinen immer mehr Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, damit sie überhaupt nicht mehr funktionieren können. Nach heftiger Kritik ruderte Bundesagrarminister Schmidt zurück. Er wolle sich auch weiter in der EU für den Spezialitätenschutz einsetzen. Auch die hessische Agrarministerin ließ mitteilen, ein Schutz müsse bleiben. Das Problem, in Europa und den USA herrschen unterschiedliche Qualitätsstandards, die nun verhandelt werden. Doch bereits jetzt gilt, viele Zutaten für heimische Spezialitäten kommen nicht mehr aus der jeweiligen Region, zum Ärger von Jürgen Krenzer. Das ist gerade für touristische Regionen wie die Rhön oder das Waldiger Land oder egal, wahnsinnig wichtig, besondere Spezialitäten zu haben, die auch authentisch sind, wo der Gast, der hierher kommt, auch den Produzenten besuchen kann und dann eben auch die Obstwiesen sich anschauen kann. Was zeichnet regionale Spezialitäten eigentlich aus? Der Produktionsort? Die Herkunft der Zutaten? Nicht klar definiert. Das Freihandelsabkommen vergrößert diese Unklarheiten. Peter Voss-Fels vom Bauernverband ist leidenschaftlicher Handkäsesser und beobachtet die Verhandlungen genau. Wir möchten jetzt nicht, dass irgendwie Billigimporte aus den USA hier reinkommen und dass unsere Wettbewerbsfähigkeit darunter leidet und vielleicht auch der Standard leidet. Die Risiken, die da sind, sind eine Seite, aber wir hätten ja auch vielleicht Chancen. Das heißt, unsere hochwertigen Milchprodukte, Käse beispielsweise oder auch Weine, die könnten wir natürlich auch klasse in den USA vermarkten und vertreiben. Auch die Ahlewurst von Katharina Koch könnte so Verkaufsschlager in den USA werden. Chancen oder Risiken? Katharina Koch hofft, dass sich regionale Qualität durchsetzt. Das Original aus Hessen schmeckt doch eh am besten.